1813, da liegen die Befreiungskriege. Silenzium! Und es geht los! Ja. Und da gab es die Lützowschen Jäger. Das war eine illustre Ansammlung. Da war Turnvater Jahn war dabei und Josef Eichendorf und Arndt und Himmel und ein Dichter namens Theodor Körner. Und dieser Theodor Körner, der hat einen Zyklus geschrieben, extra für diese Befreiungskriege. Und er hat das folgende Lied, das ich jetzt singen werde, das hat er um diese Zeit herum, im Jahre 1813, also es muss so zwischen dem 19. und dem 21. hat er es gesungen. Und dieses Lied kennen Sie alle, die Melodie, die kennen Sie alle. Und das Schöne an diesem Lied ist folgendes, es heißt Gebet vor der Schlacht, ein Schlachtlied. Und ja, das, was Sie kennen, das Lied, ist 15 Jahre nach diesem entstanden. Das, ein Johannes Falk hat das Lied. Das geht wie folgt. Hör uns, Allmächtiger, hör uns, Allgütiger, himmlischer Führer der Schlachten. Vater, dich preisen wir, Vater, wir danken dir, dass wir zur Freiheit erwachen.